Ich gehe zu dem Thema von einem sogenannten Ausgrenzungs-Diffamierungssyndrom aus. Und die Pathopsychodynamik dieses Syndroms besteht im Grunde genommen aus zwei Quellen. Die eine Quelle ist eine individuelle Entfremdung, die zwar massenhaft auftritt, weil viele Kinder betroffen sind durch entsprechende Frühstörungen, die ich ja in meinen Büchern auch ausführlich beschreibe. Und die zweite Quelle ist dann die massenpsychologische Verschmelzung dieser individuellen Entfremdungen zu einer kollektiven Entfremdung, die ich als Normopathie verstehe und bezeichne. Normopathie meint dann eine kollektive, eine gesellschaftliche Fehlentwicklung, in dem das Gestörte, das Pathische, für normal gehalten wird, also Normopathie, nur weil die Mehrheit der Menschen in diesem Zusammenhang ähnlich denken, fühlen und handeln. Und so der Eindruck für die meisten entsteht, naja, wenn das alle so machen, dann kann es ja nicht falsch sein, dann bin ich richtig. Und wir haben in der deutschen Geschichte lernen müssen, dass solche normopathischen Fehlentwicklungen wie eben der Nationalsozialismus, wie der DDR-Sozialismus eben durchaus bis zu verbrecherischen Auswirkungen kommen kann. Ich habe die individuellen Entfremdungen, die ein Mensch erfahren kann, durch die mütterlichen und väterlichen Beziehungsstörungen differenziert und untersucht und zum Beispiel in meinen Büchern Das falsche Leben oder Das gespaltene Land oder jetzt in den nächsten Tagen kommt ein neues Buch, Die Angstgesellschaft, das differenziert. Die Folgen mütterlicher und väterlicher Beziehungsstörungen sind bezogen auf unser Thema hier und jetzt Störungen im wesentlichen sozialen Grundbedürfnis des Menschen, nämlich jeder Mensch möchte gespiegelt werden, eigentlich unverzerrt gespiegelt werden, möchte gehört werden, verstanden werden, bestätigt werden, gemocht werden, geliebt werden. Er möchte sozial eingebunden sein, gehalten sein, gesichert sein. Das ist ein soziales Grundbedürfnis eigentlich eines jeden Menschen. Und im Gegenteil möchte kein Mensch ausgegrenzt werden, verfolgt werden, diffamiert werden. Und darüber will ich heute hier sprechen. Wenn ich die mütterlichen und väterlichen Beziehungsstörungen jetzt mal kurz differenziere, die eben dieses eben genannte soziale Grundbedürfnis pathologisieren, dann kann ich folgende Zusammenhänge erstellen. Also ich habe jeweils 4 mütterliche und 4 väterliche Beziehungsstörungen, denen ich einen spezifischen Namen je nach ihrer Hauptwirkung oder Schädigung gegeben habe. Mutterbedrohung meint eine Einstellung der Mutter zum Kind. Du bist nicht gewollt. Du bist prinzipiell eigentlich nicht von mir gewollt, nicht lebensberechtigt. Mutterbesetzung meint dem Kind gegenüber, du bist nicht wirklich frei, du bist mein Besitz, du bist dafür da, dass ich alles von dir weiß und du mir berichtest, du kannst dich eigentlich nicht unabhängig von mir entwickeln. Muttermangel, die Quelle der häufigen narzisstischen Störungen, dass dem Kind vermittelt wird, du bist nicht gut genug, du bist nicht liebenswert. Mit der Folge, dass diese Menschen dann eben besonders betonen wollen, dass sie doch liebenswert sind und damit alle möglichen Leistungen versuchen zu erfüllen. Die Muttervergiftung ist die Einstellung, du mein Kind, dich kann ich nur gern haben, wenn du so bist, wie ich das möchte. Also das Kind bleibt von der Erwartung der Mutter abhängig und kann nicht sich selbst erkennen, entwickeln. Immer muss das Kind darauf achten, was wohl die Mutter will. Kann man sich vorstellen, dass das im späteren Leben dazu führt, immer nach außen zu achten, was gewollt wird, was gerade en vogue ist und nicht zu wissen, was man selber will und kann. Die väterlichen Beziehungsstörungen sind der Vater Terror. Der Vater vermittelt dem Kind, du musst mir gehorchen.
Vatererpressung. Du musst das tun, was ich von dir erwarte, also geschäftlich, religiös, politisch, sozial. Also du darfst keine eigenen Wege gehen, sondern musst im Grunde genommen die väterliche Erhaltung und Tradition fortsetzen. Vaterflucht, das sind die Väter, die wenig Interesse an Familie und Kinder haben und das Kind erlebt, eben es sei nicht der Unterstützung, der Förderung würdig. Und schließlich Vatermissbrauch, das sind die Väter, die ihr Kind ständig trainieren und anfordern, im Grunde genommen mit der Erwartung, du kannst immer noch besser werden, sodass das Kind das Gefühl entwickelt, es ist nie genug mit seiner Leistung. Wenn man jetzt diese spezifischen Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörungen sich ansieht, dann erfährt man, kurz zusammengefasst, dass Kinder dadurch Ablehnung, Abwertung, Abhängigkeit, Lieblosigkeit, Hemmung, Desinteresse und Überforderung erfahren. Das Wichtige an dieser Frühtraumatisierung, an diesen Beziehungsstörungen, ist, dass sie ja immer mit einer emotionalen Reaktion verbunden sind. Also das Kind wird sich zu Recht empören, wird seelischen Schmerz haben, wird Wut haben, wird Trauer empfinden über eben nicht gelingendes eigenes Leben. Aber diese berechtigten und angemessenen Gefühle gegenüber dieser Frühtraumatisierung, die dürfen ja in der Regel nicht ausgedrückt werden. Man hört dann, das Kind hört dann, sei still, benimm dich, sei brav, werd ja nicht frech, werd nicht laut und so weiter. Und das führt zu einem Zustand, den ich als Gefühlsstau bezeichne. Das heißt, die Gefühle, die nicht gelebt werden können, gehen nicht einfach weg, sondern sie werden energetisch im Körper verarbeitet, machen Einfluss auf die Muskulatur, auf die Atmung, auf Herzkreislauf und so weiter. Und im Grunde genommen ist der Gefühlsstau aus den nicht gelebten Gefühlen der frühen Traumatisierung eine wesentliche Quelle von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen. Also das ist ein Gegenstand unserer psychotherapeutischen Arbeit. Aber eben nicht nur der Erkrankung. Man kann manchmal sagen, hoffentlich werden Menschen noch krank daran, weil sie dann eine Chance haben, das zu verstehen und aufzulösen. Nein. Dieser Gefühlsstau wird eben häufig auch sozial ausagiert, indem eben andere Menschen abgewertet werden, verfolgt werden, diffamiert werden. Das heißt, der Gefühlsstau wird ausagiert sozial gegen andere Menschen. Und so muss man sagen, dass der berechtigte Zorn, die Enttäuschung aus Frühtraumatisierung dann an unberechtigten späteren Opfern abreagiert wird. Und das ist eben für die soziale Situation eine große Tragik.